freuen uns. Aus Gelsenkirchen kommt er ursprünglich, der Leiter der Abteilung Schiedsrichter beim DFB, Helmut Krug. Herr Krug, wir haben ja die ein oder andere interessante Szene jetzt schon angesprochen. Jetzt kommen wir zu einem großen Aufreger vom vergangenen Wochenende, und zwar aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Da läuft sogar noch ein Protest, und zwar von Erzgebirge Aue gegen das Spiel in Freiburg, das sie am Ende mit 5:4 verloren haben. Und der Aufreger ist ganz konkret auf den Punkt gebracht. Hat der Schiedsrichter Felix Brüch vor dem 3:2 für Freiburg gepfiffen oder nicht? René Trekopf verliert hier den Ball. Schlimmer Fehler von ihm. Foulspiel. Anta schießt den Ball ins Tor, aber war doch unterbrochen. Oder etwa nicht. Was ist denn los? Der Treffer zählt. Die Freiburger jubeln. Dr. Felix Brüch, der Schiedsrichter, zeigt auf den Mittelpunkt. 3:2 Freiburg. Alles hatte mit einem Freistoß gerechnet. Hier Foul an Jaschwili. Achten Sie auf den Schiedsrichter, der führt die Pfeife an den Mund. Wir haben es für Sie nochmal in aller Ruhe vorbereitet. Achten Sie rechts auf den Schiedsrichter Dr. Felix Brüch. Da geht die Pfeife in Richtung Mund. Hatte aber auch gepfiffen. Die Spieler aus Aue hatten zumindest aufgehört zu spielen. Ganz unglückliche Szene für Dr. Felix Brüch. Einen Pfiff haben wir auf unseren Mikrofonen nicht gehört. Aber glücklich sah er nicht aus. Herr Krug, das war jetzt der Ausschnitt aus der Reportage von meinem Kollegen Uwe Morave. Bevor wir über die Szene reden, nur der Vollständigkeit halber auch für unsere Zuschauer draußen, die Reaktionen von den Erzgebirglern auf diese Aktion. Sie haben einen Pfiff des Schiedsrichters gehört. Ja, ich gehe ja nicht zum Ball, weil ich sehe, dass er so macht. Vielleicht könnt ihr es auflösen, deshalb gehe ich nicht zum Ball. Ich meine, im Endeffekt ist das Ding mein Tor, weil ich vom Ball wegbleibe, aber ich war mir 100% sicher, dass er gepfiffen hat. Ich habe meine Spieler gefragt und die haben gesagt, dass er gepfiffen hat. Und beispielsweise den Kapitän Andrzej Skolberg. Und natürlich glaube ich meinen Spielern. Und der Schiedsrichter würde jetzt in der Kabine sitzen und wäre todtraurig. Das sind wir natürlich auch. Da sind wir natürlich auch sehr traurig. Und wenn man einen Fehler macht, dann muss man auch zugeben. Also im Moment ist übrigens noch kein Termin bekannt bezüglich des Einspruchs von Aue gegen dieses Spiel. Allerdings haben wir nachher den Chef des DFB Sportgerichts hier noch bei uns am Telefon, Dr. Rainer Koch, zum Lincoln-Urteil. Aber vielleicht können wir ihn dazu ja auch noch kurz fragen. Jetzt also, Herr Krug, die Frage, haben Sie mit Felix Brüch inzwischen gesprochen? Wir wollten gern mit ihm sprechen. Er ist ein bisschen, weiß nicht, wahrscheinlich ist er beruflich sehr beschäftigt und deswegen heute nicht, steht er nicht zur Verfügung. Aber ich glaube, Sie haben mit ihm gesprochen, oder? Ich habe natürlich mit ihm gesprochen und vorweg, ich will und darf natürlich nicht in die Sportgerichtsverhandlung eingreifen. Das werde ich auch nicht tun hier. Fest steht aber, ich habe mit ihm gesprochen und Felix Brüch hat mir versichert, dass er nicht gepfiffen hat. Das ist die zentrale Frage. Das ist die zentrale Frage, in der Tat. Denn erst der Pfiff des Schiedsrichters unterbricht das Spiel. Und das ist hier nicht der Fall gewesen. Und in einem Punkt muss ich ganz heftig eurem Kommentator widersprechen. Er hat von einer unglücklichen Aktion des Schiedsrichters gesprochen. Können wir so nicht stehen lassen. Denn das, was Felix Brüch dort gemacht hat, war ein klassischer Vorteil, der sogar zu einem Torerfolg geführt hat. Ja, aber was der Uwe, glaube ich, meint, Uwe Morave in der Szene als Kommentator, wir schauen uns die Szene auch noch mal ganz kurz an, ist eben, dass er die Pfeife so intensiv sozusagen zum Mund führt und das natürlich schon dann vielleicht auch für den gegnerischen Torwart der Eindruck entstehen kann, der pfeift jetzt. Moment, also das ist ja ein völlig normaler Vorgang. Ein Schiedsrichter, der pfeifen will, muss erst die Pfeife zum Mund führen, weil sonst funktioniert das nicht mit dem Pfeifen. Das ist nun mal so. Und genau das ist passiert, eine Situation, die hunderte Mal auf dem Sportplatz fortkommt, dass ein Schiedsrichter, bevor er pfeift, eben die Pfeife zum Mund führt. Und die Aktion war eben so, das hat Felix mir auch gesagt, er wollte pfeifen, was auch, ja, er wollte pfeifen, natürlich, zweifelsfrei. Das wäre auch gerechtfertigt gewesen, dieser Pfiff, aber er hat diesen Vorteil erkannt und hat deswegen Vorteil spielen lassen. Regeltechnisch eine völlig einwandfreie Sache. Und wenn ein Vorteil zum Torerfolg führt, ist es optimal gelaufen, muss man auch ganz klar sagen. Also ganz und gar keine unglückliche Aktion. Also wenn das so ist, dann haben Sie auch, da gebe ich Ihnen dann recht an dieser Stelle, das haben wir ja nun alle oft genug auf dem Fußballplatz beobachtet, dass der Schiedsrichter sozusagen den schon mal die Pfeife in den Mund nimmt, dann eventuell eben Vorteil laufen zu lassen oder nicht. Aber er schwört Stein und Bein, dass er nicht gepfiffen hat. Ja, weil natürlich, ja die, da können Sie weil auch ja die Spieler sein. Von Aue alle sagen, ja. Der hat gepfiffen. Ja, da kann ich nichts zu sagen, das ist auch nicht meine Sache. Felix hat mir klipp und klar gesagt, er hat nicht gepfiffen und dem glauben wir definitiv. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Okay, wir haben es übrigens auch auf keinem unserer Bänder, also irgendwo drauf. Es gibt da keinen Pfiff, ganz im Gegensatz übrigens.